Ja, herzlich zu diesem siebten Video aus meiner Reihe zu Quizlet und wir nähern uns jetzt dem Testmodus an. Klingt schräg, hilft aber enorm. Was ist es? Ich zeige dir jetzt, wie man mit der Android-App bei Quizlet mit dem Testmodus arbeitet. Ich habe ja schon einmal die Europa-Hauptstädte mir hereingeholt, das heißt dieses Lernsegöffnis, das ich erstellt habe. Zur Erinnerung, ich habe hier auf der linken Seite immer die Begriffe, auf der rechten Seite immer die Definitionen. Auf der linken Seite habe ich dann die Österreich, Italien, Slowenien, also die europäischen Länder. Und auf der rechten Seite hier diese Definitionen, da habe ich dann die Hauptstädte. Wenn ich hier auf der rechten Seite dann einen Sternerl setze, also mit dem Finger drauf gehe, das auswähle, kann ich mir bestimmte Dinge hervorheben, besonders auswählen, die ich vielleicht zum Beispiel besonders üben möchte. Und das spielt dann eine Rolle. Wenn ich hier dann raufgehe auf Neuen Lernen, dann verkleinert sich die Auswahl, nämlich genau auf die Begriffe, die ich vorher Sternchen ausgewählt habe. Wenn ich hier wieder auf Alle Lernen gehe, kann ich hier zum Beispiel was wegnehmen oder hier zum Beispiel dann etwas dazugeben. Ich gehe jetzt hier in den Testmodus, kann man hier dann einstellen, wie viele Fragen ich da jetzt verwenden möchte. Hier steht Anzahl der Fragen, hier würde man dann alle, weil ich ja alle ausgewählt habe. Mein letzter Test ist 50% gewesen. Anzahl der Fragen habe ich hier 4 gewählt. Ich könnte mir hier dann mehr oder weniger wählen. Ich bleibe mal hier bei 4. Klicke wieder auf Test starten. Der fängt dann an. Ich muss hier etwas eingeben. Amsterdam. Schauen wir mal, ob ich das jetzt hier richtig eingebe. Ich habe schon mal falsch getippt. Niederlande. Hoffentlich meint er jetzt nicht. Oder möchte er nicht dann Holland haben. Sehen wir es eh. Dann hier noch einmal. San Marino. Klick wieder auf Weiter. Da muss ich zuordnen. Multiple Choice. Bukarest wäre dann Rumänien. Und stimmt das? Ist richtig. Island und Helsinki sogar mal richtig. Klick auf Weiter. Habe 75%. Was habe ich falsch gehabt? Schauen wir uns das einmal an. Helsinki ist natürlich nicht Island, sondern Helsinki ist Finnland. Habe ich einen guten Fehler eingebaut. Ist also falsch gewesen. Dann war hier richtig Amsterdam, Niederlande, San Marino und Bukarest. Da ich hier 4 Fragen gehabt habe, habe ich dementsprechend dann natürlich nur 75% bekommen. Wenn ich jetzt hier hergehe mit den Sternchen wiederholen, dann werden in dem Fall nur die Sternchenfragen dann von mir dann verlangt. Das wäre hier, dann muss ich wirklich auf die Rechtschreibung aufpassen. Österreich, Madrid wäre dann Spanien. Da sollte ich jetzt aufpassen, wie ich da tippe. Prag wäre dann Tschechien. Dann habe ich hier eine Zuordnung, ist Dublin Ungarn, das ist falsch. Dublin ist doch Irland. Ja, weiter. Hervorragend, in dem Fall habe ich, weil ich ja nur 4 Fragen gehabt habe, 100% und habe das dann richtig gemacht. Je nachdem natürlich, wie viele Fragen ich mir aussuche, ob ich eben alle nehme oder eben nur die Sterndal-Fragen. Und wenn ich hier auf Testen gehe, dementsprechend, wie viele Fragen ich mir jetzt als Testern einstelle, ja, kann ich dementsprechend dann auch den Test länger oder kürzer machen. Ich habe einen schriftlichen Test, Multiple Choice und richtig-falsch. Ich kann ja auch eingeben dann, dass man gleich anzeigt, ob es richtig oder falsch war. Ich könnte mir auch hier noch den Ton angeben lassen, was bei Vokabeln von der richtigen Aussprache her dann sicherlich eine tolle Sache wäre. Ja, das somit von der Quizlet-App unter Android. Ja, ich habe hier wieder ein Quiz ausgewählt, die Europa-Hauptstädte. Hab hier unten wiederum, du hast es schon öfter gesehen, links die Begriffe, rechts die Definition. Hier bei meinen Hauptstädten von Europa habe ich hier die Länder links und rechts die entsprechenden Hauptstädte, links die Länder, rechts die Hauptstädte. Kann hier herum aussuchen, ob ich alle 46 Länder, Städte haben möchte, die in meinem Quiz vorhanden sind. Ja, man sieht das hier, sind alle. Oder ob ich mir eben hier bestimmte auswähle, hier mit diesen Sternchen da, die ich mir genauer anschauen möchte. Ich habe ein paar ausgewählt und kann das dann hier so machen, dass ich hier auf diese Sternerl gehe und kann dann hier einen Test zum Beispiel machen, auch nur mit diesen Sternerl-Fragen. Gehe hier hinein, da haben wir schon einen Test entworfen. Ich möchte mir das aber genauer anschauen, wie dieser Test dann ausschaut, was ich da alles hineingeben könnte. Deswegen gehe ich hier auf Optionen, kann hier die Anzahl der Fragen festlegen, gehe hier auf 8, kann mir überlegen, wird immer nach einem Begriff gefragt, das war also in dem Fall hier links dann das Land. Oder wird nach der Definition gefragt. Das wäre in dem Fall dann hier dann die Stadt gewesen. Oder wird nach beiden gefragt. Ich könnte hier beides eingeben. Ob ich hier mit allen 46 arbeiten möchte, also allen Fragen, ob da zufällig was ausgewählt wird.
oder eben nur mit den Begriffen mit Stern und habe hier dann vier Arten von Fragen, die ich dann an- oder abwählen kann und klicke jetzt hier auf Neuen Test erstellen. Den Test, den ich jetzt hier erstelle, den kann ich mir auch ausdrucken. Das richtet sich vielleicht auch an Lehrkräfte. Den könnte ich mir ausdrucken und dann weitergeben. Ja, hier habe ich schriftliche Fragen. Da müsste ich dann hier eingeben, hoffentlich Budapest. Bei Rom müsste ich dann Italien eingeben. Also hier wird dann umgekehrt gefragt, nach beiden praktisch. Dann zum Zuordnen. Was ordne ich zu? A wäre dann die Schweiz. B wäre Wien. Das passt ganz gut so. Multiple-Choice-Fragen. Paris passt zu Frankreich. Zu Irland passt Dublin. Was ist richtig oder falsch? Deutschland, Dublin passt das? Nein, das ist falsch. Deutschland wäre ja Berlin. Und Madrid, Italien wäre auch falsch. Ich klicke jetzt auf Antwort prüfen. Welches Ergebnis bekomme ich dann? Da war es falsch, weil ich nicht vertippt habe. Budapest ist natürlich nicht richtig, sondern Budapest. Gehe ich weiter durch. Ja, beim Rest habe ich alles gewusst und ich könnte mir dann dementsprechend hier den Test nochmal erstellen lassen. Also du siehst, je nachdem, ich gehe nochmal da kurz hinein, wie viele Fragen man sich hineingibt, welche Arten von Fragen man dann hernimmt, schriftliche Eingabe, Zuordnen und so weiter, wird man unterschiedliche Formate dann in diesem Test dann bekommen. Eine tolle Sache, um das eigene Wissen zu überprüfen, macht Spaß und man kann sich schnell einen Überblick verschaffen, ob man eben dann zur richtigen, also zur Frage dann auch die richtige Antwort dann auch hat. Im nächsten Video geht es dann um die Frage, was passt zusammen, nämlich Frage und Antwort. Und da hoffe ich dich dann auch wieder zu sehen, beziehungsweise du siehst ja dann mein Video. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.